Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 4. Mai. Ich grüße ganz herzlich und wir wollen heute hier auf den Goldpreis schauen, der sich ja unlängst aufmachte, tatsächlich hier das Niveau von 1300 Dollar zu attackieren. Diesem Sachstand, diesem Sachverhalt wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit näher anschauen. Wir beginnen wieder im Wochenchart, um hier die älteste Währung der Welt zu analysieren. Und da sehen wir, dass wir hier die laufende Handelswoche haben. Hier das Hoch vom Januar 2015 im Bereich 1306, 1307 US-Dollar je Unze. Und man sieht hier sehr schön, dass dieses Niveau ja beinahe erreicht wurde, aber zuletzt eben diese starke Erholung hier nur seitwärts konsolidiert und eben schon gemutmaßt wurde aufgrund der Stabilisierung hier im 23er Fibonacci-Bereich, ausgehend hier von dem vorherigen Hoch vom Februar, dass hier eben eine weitere Dynamik nach oben sich entfalten könnte. Und das geschah auch genau in der vergangenen Woche. Der Preis, ja, explodierte hier förmlich nach oben. Sehr, sehr starkes Momentum. Und zum Wochenauftakt gab es dann auch noch den Touch der Marke von 1300. Seither jedoch, das sehen wir am Kerzenkörper, überwiegen die Verluste. Das heißt, der Goldpreis kommt zurück. Wir haben heute beim Goldpreis knapp 9 Dollar zurückgelegt. Das ist natürlich im Vergleich der letzten Tage hier deutlich unter dem Schnitt. Nichtsdestotrotz hat der Markt natürlich hier immer noch einen starken Aufwärtsdrive und eine Konsolidierung nach der starken Woche, nach der starken Vorwoche vielmehr, ist der ja fast schon zu vertreten oder vielmehr auch notwendig, um keine Überhitzung einzuleiten. Und jetzt gehen wir mal in den Tagesschart und schauen uns das genau an. Eben insbesondere zum Ende der letzten Woche gab es hier nochmal einen richtigen Auftrieb. Da gab es auch richtig viel Bewegung generell am Währungsmarkt, starke Ausschläge, die jetzt mehr oder weniger auch zum Wochenauftakt erstmal ein Stück weit konsolidiert werden. Und beim Goldpreis haben wir ja grundsätzlich eben den bullischen Bias immer noch vorliegen. Und diese eigentliche Widerstandszone, die hier sehr, sehr dynamisch am Freitag durchbrochen wurde, ist jetzt hier eben eine Unterstützung. Und genau dies sollte auch die Funktion sein, die dieser Bereich jetzt dann ausübt. Wir haben hier grob 1272,50 als Unterstützungslinie mit den Hochs hier von Anfang März. Und dann darunter haben wir auch noch mal hier dieses Level. Also man kann aber auch grob eben hier die Zone, diese grüne Zone als solchen Sachverhalt darstellen, die hier dem Goldpreis schützen sollte vor größeren Verlusten. Und das kann man im Prinzip jetzt auch schon so weit skizzieren, hier vom Tagesschart ausgehend. Der Ausbruch ist geglückt. Wir haben auch, das haben Sie vielleicht anfangs schon gesehen, hier eine bullische Saisonalität vorausliegen. Das heißt, es dürfte hier mit Blick auf die kommenden 20 und jetzt auch, schauen wir mal, auf die kommenden 40 Handelstage hier generell einen steigenden Aufwärtsimpuls geben. Das heißt, der Rückenwind, den wir bislang haben, könnte sich, sollte sich idealerweise fortsetzen, auch aufgrund dessen, dass wir eben ja in einem oberen Bereich sehr, sehr konstruktiv konsolidiert haben. Und das ist natürlich eine Situation, die soll der Goldpreis hier ausnutzen. Und für den Fall, dass wir eben jetzt kurzfristig weitere Abgaben sehen, müsste man hier interpretieren, dass es dann durchaus nochmal hier in den Bereich 1260 zurückgehen könnte, um von dort ausgehend eben hier nochmal eine Attacke auf 1300 zu starten. Im Ausnahmefall wären auch hier nochmal leicht tiefere Rücksetzer zu interpretieren. Aber im Rahmen der bullischen Saisonalität und des Chartmusters sollten eben nicht zu tiefe Rücksetzer sich hier herausstellen und den Goldpreis in Kürze eben hier durchaus wieder nach oben treiben. Direkter Anstieg über 1307 US-Dollar wäre eigentlich dann ein prozyklisches Kaufsignal, ohne jetzt weitere ausgedehnte Konsolidierung, die ich meine, aber durchaus auch zweckmäßig im Sinne eines klassischen Pullbacks wäre. Generell weist das Bild hier aber weiter ganz klar nach oben. Einzig, wenn wir hier deutlich unter 1220 gehen, muss man sagen, hier empfiehlt sich dann zwingend ein Stop-Level. Unterhalb von 1220 wäre es dann doch schon an der Zeit, hier zu sagen, oje, jetzt haben wir hier dann doch schon einen stärkeren Bias auf der Südseite. Dann könnte auch dieser Aufwärtstrend hier seit Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres der Geschichte angehören und eben auch hier das Support-Level um 1223 sollte idealerweise nicht nachhaltig unterschritten werden, idealerweise sogar noch nicht mal angelaufen werden, vielmehr hier der Preis sich eben vorher schon stabilisieren und nach oben drehen. Die technischen Aussichten sind weiter gut, das muss man zweifelsfrei unterstellen. Beim Silberpreis gibt es immer noch die Spekulation wegen den COT-Daten, also Commitment of Traders, dass sich hier sehr extreme Positionierungen ereignen. Aber wenn der Trend intakt ist, die großen Hedger können da weiter ihre Position aufbauen, denn diese sind eindeutig liquide genug. Das spricht jetzt erstmal nicht gegen steigende Preise, eben vielmehr mit der Technik und der Saisonalität sollte man hier durchaus für den Mai eine weitere positive Performance hier in Aussicht stellen können. Schauen wir kurz nochmal auf den Intraday-Chart.
Wie sieht es da aus? Da haben wir die Situation, dass wir hier am Vortagestiefgrad hängen. Das ist diese gestrichelte Linie hier. Kann man sich sehr schön in den Chart holen. Und man sieht auch hier, dass wir, wenn wir den Stundenchart betrachten, hier ein Support-Level haben. Ja, hergeleitet hier aus den Bewegungen der letzten Woche, wo es dann eben auch hier am Nachmittag den enormen Schub gab. Aber hier mit diesen Hochpunkten und dem Touch von heute Morgen hier eben im Auslauf des asiatischen Handels, des europäischen Handels, haben wir hier einen Support. Wenn wir uns hier stabilisieren, kann der Goldpreis direkt schon intraday wieder Auftrieb erfahren nach oben. Aber auch hier mal grob gesagt mit dem aktuellen Hoch, wir haben hier einen intakten Abwärtstrend. Der ist erstmal nach wie vor zugegen. Und wenn wir hier ein neues Tagestief sehen sollten, eben weil wir gerade erst 9 Dollar ungefähr zurückgelegt haben, dann kann es auch direkt noch ein Stück tiefer gehen. Ansonsten, wenn wir uns hier rausarbeiten, dann denke ich, ist Luft bis 1290. Aber spätestens da sollte der Preis nochmal nach unten abdrehen, für den Fall eben, dass wir die Konsolidierung ausdehnen. Ansonsten, wenn es natürlich hier deutlich nach oben rausgeht, dann haben wir hier eben den direkten Fortsetzungsdrive, was dann natürlich auch nur noch weiter treibend bullisch wäre. Aber von der Konstellation her könnte eine Konsolidierung nicht schaden, die hier bis in den 1265, 1260er Bereich reicht. Das muss man ganz klar so sehen. Gut, der Goldpreis, wie gesagt, jetzt hier auch schon wieder gerade ein Stück weit mit Auftrieb. Sieht, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht aus, aber mal abwarten, ob es wirklich reicht. Bei 1290, meine ich, würde dann die Luft durchaus dünner werden. 1260, wie gesagt, hier diese grüne Zone, 1265, das wäre schon eine ideale Konstellation für einen Pullback und anschließenden Auftrieb. So, dann, liebe Zuschauer, das wäre erst einmal schon der Blick für den Goldpreis gewesen heute beim Devisenradar. Wenn Sie mögen, können wir heute Nachmittag noch ein Stück weit über den Markt generell sprechen. Da gibt es ja auch wieder das JFD-Devisenradar, 15, 16 Uhr, 15 bis 16 Uhr, kostenfrei. Können Sie sich anmelden, wenn Sie mögen. Dann mehr zum Forex-Markt dort. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.